So, 2000. Amarillos. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. So, Version 42. Ich spiele Morrigash auf der Offlane. Das Ding ist aber, ich habe jetzt einfach ein ganz normales Caster-Deck genommen. Ich würde mir gerne für jeden Helden ein eigenes Deck bauen. So viel steht ja schon mal fest. Was ist denn das für einer? Muriel und eine Kalari? Auf der Safe Lane? Okay. Warum nicht? Boah, gut. Ja, also wie gesagt, ich spiele jetzt Offlane mit der Morrigash. Allerdings habe ich jetzt ein Caster-Deck, das eigentlich von mir für Iggy gebaut wurde. Also mal gucken, welche Karten wir jetzt da rausziehen werden. Nicht getroffen. So, ich weiß gar nicht, wer meine Gegner sind. Nein. Nein. Meine Gegner sind Mamax, kennt man, Wards und all solche Leute. Niemand, den ich jetzt groß erwähnen möchte. Zumindest, was heißt, nicht erwähnen möchtet. Also, es ist kein, mit dem ich jetzt persönlich irgendwie Kontakt habe. Das meine ich damit. Ja, Morrigash. Das ist auch meine erste Runde, die ich Morrigash auf 42 zocke. Ich wollte mir eigentlich auch mal ein Deck für Sinks bauen. Was, die Scheiße hat nicht getroffen? Ist ja der Radius kleiner geworden? Okay, das ist natürlich eine miese Taktik. Mies. Unsichtbar, dann geslowt und dann wirst du umgenietet. Okay. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Ich habe nicht so viele Early-Game-Karten drin irgendwie. Aber was baut man schon für Early-Game-Karten? Man weiß es nicht. Gideon ist aktuell auch so stark. Wir haben keinen ADC außer Kalari. Irgendwie gibt den Löffel ab. Irgendwo anders gibt den Löffel ab. Mit dem muss gedefft werden. Kann halt auch bei Blau-Lila kein Ward kaufen. Bei den Affinitäten Blau und Lila. Also Tod und Wissen ist es, glaube ich. Was natürlich ziemlich miese Breeze ist. Sag mal, trifft die Scheiße den nicht? Bin ich zu blöd, das zu werfen? Oder wie sieht's bei mir aus? Mein Gott, ey, ich brauche aber Mana. Jetzt bin ich RIP. Meine Güte. Lasst mir doch meine Ruhe. Vielleicht muss ich erstmal ein bisschen auf Vita gehen gleich. Ich brauche aber die eine Karte, die mir immer, wenn ich das skille. Das hier. 3 Punkte, ein Punkt fehlt mir noch.
Das wäre so über 70. 95. Komm schon. So, jetzt können wir sie kaufen. Ich glaube, die Runde wird an die Gegner gehen. Habe ich so das Gefühl. Fun Game. Ich weiß nicht, warum es hier keine Teampunkteanzeige mehr gibt. 2, 3, 5, 0 oder was? So. Der kommt zum linken Pfad. Die haben wohl ein Ward da stehen oder was? Jetzt ist er wieder zurückgegangen. Also mein Mana, das Mana, ich brauche mehr Mana. Ich brauche unbedingt mehr Mana. Wer ist denn das? Muriel ist backgeportet. Achtung, fehlen die Gegner links. Alari wird ganz schön fies. Kann ich euch nur sagen. Die wird richtig fies werden. 12 Sekunden kommt hier das Dings. Das ist doch, da ist doch die Reichweite genervt worden. Ja, jetzt haben sie einen Goldbuff gemacht. An allied tower is under attack. Drei Leute in Mitte. Heiliger Crackjunk, ich geh mal back. Ah, warte mal, ah, der ist fast tot. Ich kann sie zurückporten. Sehr schön. Good job! So, ich muss noch gucken, auf welche Karte wir als nächstes sparen. Was ist denn das hier? Da kriegen wir Leben und Mana zurück. Auch eine geile Sache hier. Oder wir gehen erstmal hier drauf. Gehen erstmal hier drauf. Standarddurchdringung. Okay. Jetzt noch zweimal Intellekt aufwerten und dann. Oh. Geh zurück, verpiss dich. Mein Tower links fällt. Nee. Haben wir auch Minions? Auch mies. So, ein Level noch aufwerten. Hey, getroffen. Blöde Sau, Alter. Da ultet er zu mir rüber. Aber er konnte mich nicht töten. Danke für den Job. SRG und G. So,
So. Können jetzt kaufen. Blitz können wir auch kaufen, aber wir kaufen erstmal die Durchdringung und Damage. Wie gesagt, ist eine ziemlich coole Early-Midgame-Karte. Also nach 10 Minuten kommt man ja schon langsam ins Midgame. Ah, ich höre Kalari da oben wieder. Die scheint momentan auch sehr stark zu sein. So, ich pushe. Und nach dem River Buff schauen. Wieder weg. Ach du Scheiße, er hat keinen Mana. Kalari wieder hart am Pushen. Was ist mit dir? Alter, was? Guckt euch bitte den Schaden an. Was hat denn der gebaut? Hab ich auch? Okay. Eindringlingsmagier, den habe ich auch. Und dann macht er so viel Schaden, das ist doch Imber. Das ist doch nicht normal. Ist klar! Ja! Drei Leute hier. Und der hat keinen Mana, jetzt sind vier Leute da. Mitte fällt. Howitzer 04. Sens, was tust du denn da? Was ist mit dem? Steht der da rum? Ich find's halt geil, dass wir gegen eine Kalari als ADC verlieren. Aber dafür ist der Testserver da, um sowas auszuprobieren. Und warum soll es nicht klappen? Also, wenn der Patch umgestellt wird, da kann alles klappen. Oh, fuck. Alter. Das ist ja abnormal, wie viel Schaden der macht mit seiner Q. Nuklearsoldat, mächtige Zauber, Fähigkeiten, Schaden wird um blablabla Damage erhöht. Das ist heftig, Pamarillos. Heftig. Ich finde, Wraith ist momentan nicht zu gebrauchen. Also in dem Patch finde ich ihn nicht mehr gut. Das war mein Lieblingsheld die letzte Zeit. Ich weiß nicht, ihr habt den bestimmt gesehen in meinen Livestreams und auch ein paar Folgen. So habe ich gemacht. Aber die meiste Zeit habe ich den in Livestreams gespielt oder halt einfach so mal, ohne dass ich es aufgenommen habe.
Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass der jetzt nicht mehr so gut ist. Also wenn man mit seinem Rechtsklick daneben schießt, dann verbraucht das sehr, sehr viel Mana. Da kommst du nicht weit mit. So. Rechter Tower fällt. 1-3-0, das ist doch übel. Kalari ist halt überall und feedet sich hoch. So, ich pushe es immer nur bis zum River. Alles andere wäre einfach zu krass. Und die Kalari und ich bin RIP. Wäre auch nicht. Oh. Eine Mine. Siehst du, da war sie wieder. Uriel habe ich getroffen. Ja, what the fuck? I can't use Blink, what the fuck? Gideon is too OP. Schön gemacht, Murdoch. Ah, der Dings hat den Kill gesnappt. Also, der Gideon ist echt viel zu OP. Mein Dings wäre jetzt, das hier mit reinzunehmen bei 7 Punkten. Wir brauchen noch 3. Schmeißen wir das raus und nehmen dann das mit. Das ist halt auch Level 15 schon, gell? Das sind Level 11. So, noch 2 Punkte investieren, dann können wir die nächste Karte mitnehmen. Hat keinen Mana mehr, der muss sich helfen. Er hat schon wieder einen Red Buff, das gibt's doch gar nicht. Das Gefühl, der verbaut. Alter, guckt euch das an. Er braucht gar keinen Mana, der Typ. Ja, 2! Guck mal! Der hat mich mit 2 von den Dingern getroffen. Ist klar, mein Freund. Lol. Stacking ist too OP. Okay, wir haben die Mana-Quelle. Es ist nicht falsch rum. Was ist mit dem Grux los? Aber ihr seht, guck mal, wie krass der Gideon uns auf die Fresse gibt. Das ist ja nicht normal, dieser Schaden. Was hat denn der momentan gebaut? Immer noch den Eindringling. Gut, Nuklearsoldat, den habe ich jetzt nicht drin. Aber der scheint krass zu sein. Nuklearsoldat. Das ist der hier, der kostet 8. Können wir uns dann vielleicht auch kaufen? Scheint auf jeden Fall übelst abzugehen, die Scheiße. So. Ist das schon am Inip dran?
Gideon. Also ich platze da instant. Jetzt hat er sich sogar noch ein Gottesschild gegeben, oder was? Ne, das ist von wem anders. Wachstumstotem ist eine richtig geile Karte. Guckt euch den Schaden an. So, wir nehmen das raus. Und das hier mit. Bei noch einem Punkt mehr nehmen wir das hier mit. Gucken wir mal, ob wir auch ein bisschen Schaden drücken können. Krax, der... Was ist Level 10? Ich gehe direkt auf die rechte Lane zu Shinbi. Eifrack gebaut. 100 Schaden, das juckt die überhaupt nicht. Tower divet einfach des Todes. Ach du Scheiße. So, dann können wir aber... Wir nehmen die raus. Ne, warte, welche war's? Die ist hier. Können wir vielleicht später mitnehmen. Nimm die mal mit. Mächtige Zauber und Mana. Oh, Wards ist tot. 2-7, ey. Aber die machen uns auch fertig, die Typen. Okay, das ging daneben. Doch schon wieder so ein Gottesschild. Ah, das ist, glaube ich, eine Rune von ihm. Gibt, glaube ich, eine Rune, die einem so ein Schild gibt. Half-Life, Alter, eine Q! Verstehe ich als Morrigas. Okay, der ist Level 19, aber trotzdem. Eine Q und Half-Life. Wie viele Kills hat er denn schon? 9-0. Leute, Leute, Leute. Der ist Level 10, der lacht über den. Klari. Rip. Okay, der Schuss kam aber ein bisschen spät. El Muriel. Blink und Mine, sehr schön. Alter. Warum ist denn der Typ so schnell? Ach du Scheiße. Murdoch ist auch tot. Der rennt einfach voll rein. Mine. Es juckt ihn nicht. Ach du Scheiße. Wie halt immer noch dasteht. Ziemlich dieselben Karten, ne? Ne, der hat immer noch Quelle der Erfahrung dabei. Während ich hier diese mit den mit der mehreren Durchdringung noch dabei habe. Aber komisch ist, dass er so viel Schaden drückt, obwohl er weniger Kartenmacht quasi hat. Vielleicht ist das noch ein Balancing-Problem. Vielleicht ist Gideon da an der Stelle einfach zu stark oder es machen wirklich die Level aus. Unser Howitzer drückt fast gar keinen Schaden.
We got one, guys. What? Der brennt ja alles. Ja. Der ist Debbie. Alter, das ist schon echt krank. Guckt euch das an! Kann er den slowen, wenn er ihn trifft? Ein Schlag. Raid! Punkte über. Ja, also das Problem ist gerade einfach, dass der Gideon so krass übermächtig ist. Alari ist hinter ihnen. Er wird RIP sein. Ulti. Kriegt einfach gar keinen Schaden. Rechts steffen oder Mitte. Ich aber mal rechts steffen. Alter, wie viele Minions. So, 2000. Ja. Ja, die Muriel macht mir so viel Schaden. Also ich habe das Gefühl, ich mache gar keinen Schaden irgendwie. Die Shinbi ist die könnte tanky gebaut sein. Also sie baut auch drei grüne Gems. Kann natürlich sein, dass sie tanky war und dass ich deswegen wenig Schaden gemacht habe. Eine 13 drin. Elf haben wir dann. Will die hier ablegen und die kaufen. Wie kann man bitte so viel Schaden abfangen? Murdoch. Ist klar. Ist klar. Wo hat er die Leben her? What the fuck? Rüstungsdurchdringung, okay. Vampirklinge, maßloses Festmahl. Gain 100% Lifesteal. Ach so, 100% Lifesteal für 3 Sekunden. Heilige Alchemie, abschmierende Angriffe. Gain Shield, okay.
Also die Kalari ist der absolute Wahnsinn. Aber jetzt seht ihr mal, was mit diesem System hier alles möglich ist. Man kann auch richtig abgehen, wenn man möchte. Das heißt, wenn man möchte, wenn man das richtige Deck baut, richtig spielt und nicht neunmal stirbt wie ich. Aber ich habe auch noch keine Morrigesh gesehen momentan. Die diese Version des Patches spielt. Ich bin quasi die erste. Ich meine, unser Grux ist auch 2-7. Und nicht ganz so dolle der Typ. Alter, wer ist denn das? Alter. Wir können nichts machen gegen die. Selbst der Murdoch nicht. Aber wie man sieht, man kann auch mit der Kalari auf einer Safe Lane spielen. Ich meine, geht ja mit einer Sirius oder einer Hin auch. Warum nicht? Kalari ist schon krass. Kommt quasi hier Schild. Hier bekommt sie ihr Lifesteal, falls sie rippt. Und da macht sie Durchdringung. Ja, so Durchdringung eigentlich. Nicht schlecht. Aber meiner Meinung nach hat der Gideon das Game entschieden. Also der Gideon zusammen mit der Kalari und dann beschützt von der Muriel. Und er fängt Mauer aber auch ziemlich gut. Shinbi, boah, keine Ahnung, ging so. Art war halt schon krass. Unser Wraith Level 11, Grux Level 13. Die anderen waren halt schon fast alle Level 20, außer der Support. 06. Ja. 15. 2-6, 2-6, 2-8. Gut, das war eine Runde mit Morrigesh. Mein erstes Mal getestet. Also das Deck war jetzt nicht optimal abgestimmt auf die. Aber ich versuche jetzt jeden Helden mal so ein bisschen zu spielen und zu zeigen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Stay Pam, tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.